Moin, mein Name ist Alvo und herzlich willkommen zum nächsten Teil in meinem Tipps und Tricks Outdoor Adventskalender. Heute soll es darum gehen, wie man sein Messer richtig pflegt und schärft. Viel Spaß dabei! Ihr seid outdoor viel unterwegs, auf Wanderschaften, auf Bushcraft-Treffen etc. und benutzt natürlich euer wichtigstes Werkzeug immer wieder. Und irgendwann sieht es einfach nur noch dreckig aus. Das heißt, ihr wollt jetzt euer Messer mal wieder so richtig putzen, in Schuss bringen und natürlich auch mit das Wichtigste schärfen. Erst einmal waschen wir natürlich allen übrig gebliebenen Dreck ab. Dazu reicht manchmal einfach nur ein Tuch, mit dem man alles schön sauber trocken abwischt. Manchmal müsst ihr mit ein bisschen Spüli oder Essig, wenn es sogar Rost ist und nachhelfen und es dann aber nochmal, bevor ihr mit dem Schärfen anfangt, richtig trocknen. Um dann euer Messer zu schärfen, braucht ihr natürlich einen Schleifstein. Da gibt es verschiedene Varianten, zum Beispiel der einfache zum Mitnehmen ist der DC4 von Felgenhieven. Ihr könnt aber auch einfach in den nächsten Asia-Shop bei euch gehen und einen riesengroßen Schleifsteinklotz holen für, ich glaube, 1,50. Super Wahl, weil damit hat man immer was zu Hause, womit man einfach und günstig seine Messer schleifen kann. Die meisten Messer, die verwendet werden, haben einen klassischen Flachschliff. Das bedeutet, dass die Klinge ganz normal bis nach unten verläuft und nur hier unten sozusagen als kleines Dreieck unten angeschliffen worden ist. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte einfach mal, dass 90% aller Messer mit dem Flachschiff versehen sind. Zum Beispiel Victorinox benutzt klassischerweise den Flachschiff, aber auch alle Arten von Outdoor-Messern, die man sonst so kennt. Es gibt noch andere, zum Beispiel Scandinavi-Schliff oder Scandi-Schliff wird auch ab und zu verwendet. Um den zu schleifen, empfehle ich euch aber ein anderes Video. Wir kümmern uns heute also um den Standardanschliff, den Flachschliff, und dafür gibt es zwei Methoden, wie ihr mit dem Schleifstein vorgeht. Die erste Methode ist, ihr haltet den Stein in der linken Hand oder wenn ihr Linkshänder seid, andersrum und zieht in einem 30-Grad-Winkel die Klinge von euch weg ab. Am besten immer so hin und her zum Beispiel. Ihr könnt es aber auch anders machen. Ihr könnt euer Messer auch so halten und dann in einem 30-Grad-Winkel so rangehen. Wenn ihr mit der groben Seite dann erstmal den Grundschliff so ein bisschen gemacht habt, dann tragt ihr erstmal die überschüssigen Partikel ab und nehmt danach dann noch die feinere Seite vom Schleifstein. So kommt ihr relativ schnell auf brauchbare Ergebnisse. Normalerweise muss man nur ungefähr 10-mal abziehen, aber selbst bei 3-mal merkt man schon einen Unterschied. Wenn ihr das Messer dann so ein paar Mal geschliffen habt und auf eine zumindest angenehme Grundschärfe gekommen seid, dass ihr damit wieder arbeiten könnt, dann reinigt ihr nochmal mit einem Tuch. Damit wollen wir die überschüssigen Partikel abhaben, dass die nicht irgendwie, wenn wir das Messer zum Beispiel einklappen oder in die Scheide tun, lang ritzen und uns wieder die Grat kaputt machen. Den Grat. Die Grad, den Grad. Wenn ihr euer Messer super scharf machen wollt, dann könnt ihr das auch damit machen, mit dem, was ich euch gerade gezeigt habe. Da ist allerdings ein bisschen mehr Erfahrung, Fingerspitzengefühl und gefragt. Ihr könnt es euch ein bisschen einfacher machen, indem ihr zum Beispiel euer Messer auch in einen Spannstock einspannt und so viel mehr Kontrolle darüber habt, dass es nicht wackelt, wenn ihr sozusagen dagegen kommt. Ja, euer Messer ist wieder halbwegs einsatzbereit, es schneidet wieder zufriedenstellend. Was machen wir jetzt? Wir können es jetzt zum Beispiel noch leicht einölen. Dazu nehmen wir uns zum Beispiel ein Tuch, tränken es ganz leicht mit Öl, man braucht viel weniger als man immer denkt, und zieht es einfach ein paar Mal über das Messer rüber und danach klappt ihr das Messer einfach ein, gut ist. Es gibt verschiedene Öle, wo ihr das machen könnt, zum Beispiel Ballistol, aber auch WD-40. Die könnt ihr auch bei Lebensmittelmessern benutzen, weil das beides, zumindest Ballistol, nahrungsmitteltechnisch unbedenkliche Stoffe sind, soweit ich informiert bin. Ja, so einfach und schnell kann man sein Messer ein bisschen pflegen und wieder auf Vordermann bringen. Wie gesagt, wenn ihr da ein bisschen kompliziertere Anschliffe wollt oder vielleicht auch noch schärfere Ergebnisse erzielen wollt, empfehle ich euch ein paar andere Videos zu schauen, die sich mit der Thematik noch weitgehend tiefer befassen. Wenn du weitere Tipps und Tricks für deinen Outdoor-Bereich haben möchtest, dann abonniere mich jetzt, denn der Outdoor-Adventskalender geht noch weiter, natürlich bis zum 24. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du lässt ein Like da. Hier links und rechts oben findest du weitere Tipps und Tricks-Videos, einfach mal durchsetzen. Bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.